Verteidiger und Flammen mache ich ja Clownbär-mäßig viel. Du hast auch recht viel HP, muss ich sagen. Okay, greifen wir von der Tür an und zaubern so viel wir können. Denn ab jetzt werde ich Genesen benutzen. Genesen hat den Effekt, dass jede Runde ein paar HP geheilt werden, für die es noch nicht wussten. Können sicherlich ein paar sein. Und da ich meiner Erinnerung zufolge dieser Gegner Gebietsschaden verursacht, wie man gerade sieht, halte ich den jede Runde effektiv ein wenig weg. Gut, das ist sehr schön. Flammen, ja, machen wir. Einmal Salbe kann trotzdem nicht schaden. Und weiter angreifen mit Calliope. Gut, das heißt, Moas sind auch kein so großes Problem mehr wie vor der Levelphase. Verteidiger hat es echt so sehr gebracht, wie ich mir erhofft hatte. Jetzt kann ich immer das Heilen von der Runde auslassen. Wir wollen ja immer ein Mana sparen. Ups, da hätte ich es fast noch gerade getan. Aber das ist ja auch einer der netten Features dieses Spiels, nämlich dass der Zeiger auf der Aktion bleibt, die letzte Runde die man letzte Runde gebraucht hat. Das macht die Sache deutlich unkomplizierter, muss ich erwähnen. Und für alle, die jetzt denken, dass diese 5 bis 6 HP, die der jede Runde heilt, wenn nicht viel ist, stimmt, aber das wird mit jeder Aufstufung mehr. Und bisher ist die Fähigkeit vielleicht Level 2 oder 3. Müsste Level 3 sein und das Ganze wird noch deutlich besser, also macht euch da keinen Kopf drüber. Und wir haben ohne Probleme einen Dämon besiegt, um festzustellen, dass hier in der Ecke nichts ist. Das ist natürlich der Fail des Monats. Und das, was soll ich dazu sagen? Immerhin sind wir jetzt ein wenig selbstbewusster geworden, nämlich wir konnten immer einen Moa besiegen, der uns vorher mit einem Schnipsen, um es mal metaphorisch auszudrücken, von der Bildfläche gejagt hat. Aber nun gut, ernten konnten wir. Wir haben immerhin mit, ich glaube, mein Schattenritter ernten gelernt, warum auch immer. Na, während des Kampfes kann ich das eben schnell markieren. Klick. So. Wir wollen zuerst... Ach, es ist egal, was wir zuerst wollen. Die Dinger sind beide gleich blöd, weil die einen schläfen und die anderen vergiften. Und es ist eigentlich beides gleich gefährlich, muss ich so erwähnen. Denn entweder sind wir nach einer Runde fertig. Das ist dann... Das wird nicht passieren, wenn wir eingeschläfert werden. Oder wir nehmen Giftschaden. Und was laber ich da? Jedenfalls kann ich bei denen auch ruhig Mana sparen. Denn man sieht, so viel Schaden machen die nicht. Oder eher gesagt, so viel Fähigkeiten bräuchte ich nicht, um die zu besiegen zu können, wenn ich mal gut treffen würde, was sehr selten der Fall ist. Denn ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, ich bin oft von Pech verfolgt. Ich meine jetzt nicht, dass ich glücksabhängig wäre, aber ich meine das so, dass wenn ich etwas gerade nicht ideal mache, es oft passiert, dass die kleine Chance, dass es fehlschlägt, bei mir dann doch zu tragen kommt. Es gibt Leute, die gehen hier hin, die kämpfen gegen einen Clownbären und als ich darauf anspreche, ob sie nicht diese Fähigkeit stören würde, dass sie den Leuten Angst einjagen und sie deshalb nicht mehr wirklich oft angreifen, meinte nur, wie jetzt, die greifen danach nicht mehr an. Ja, und so ist das nicht, und so läuft das nicht nur bei diesem Spiel, sondern in einigen anderen Fällen auch. So Sachen wie, hey, wenn du das jetzt machst, hast du eine Chance von 20%, dass die Person stirbt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass es in der Hälfte der Fälle passieren wird. Naja, wie dem auch, Leute. Das kann ich dir ernst nehmen. Schon wieder ein Kampf. Ich sollte wieder mal Pirschen aktivieren. Nicht, dass ich was gegen Kämpfe hätte. Irgendwie müssen wir ja stärker werden, aber ich glaube, dass ihr was gegen die Kämpfe habt. Denn wenn man die alle 2 Sekunden sieht, dann ist das alles nicht das Spannendste. Ich lasse sie jetzt nur drin, weil sie mich wieder mal beim Reden unterbrochen haben. Und weil das so diese Gruppen sind, die ich innerhalb von ca. 20 Sekunden kaputt bekomme. Von daher sollte das nicht so tragisch sein, dass ich die noch gerade so drin lasse. Und ich muss sagen, ich habe mal im Zuge einer paar Privatmails von einem gewissen jemand, der sich meine ZX Advent-Folgen angeschaut hat, habe ich mir mal die Videos da angeguckt und mir gefiel meine Kommentierweise damals irgendwie besser als das, was ich hier so manchmal leiste. Könnte daran liegen, dass ich hier ein RPG spiele und es sich nicht um ein Mega Man Spiel oder nicht speziell um Mega Man ZX Advent handelt. Aber
Scheinbar scheint den Leuten ja zugefallen, wie ich Elfen Odyssey spiele, was ich an den Kommentaren so ablese. Von daher scheint das ja nicht so schlimm zu sein, dass ich nicht alles perfekt mit absolut perfektem Witz und haha, haha, haha und so weiter kommentiere, aber es gibt ja auch Leute, die das deutlich schlimmer machen als ich und trotzdem urmäßig bekannt sind und nun gut, was soll ich sagen? Man kann ja auch nicht jeden Tag perfekte Höchstleistung fahren, das ist ja sowieso manchmal zufallsabhängig, wie die Stimmung gerade steht, und anstatt dass ich jetzt jeden Monat 10 Folgen rausbringe, an der Zeit, wo ich mal perfekt drauf war, bringe ich doch lieber alle 2-3 Tage was raus, was dann eben nicht den nationalen Comedy-Preis auf sonst was gewinnen würde und komme lieber in den Spielen ein wenig weiter. Was mir auch aufgefallen ist, ja, ich rede gerade hier wenig über das Spiel, aber die Kämpfe kennt ihr halt schon. Samurai Twin Age. Ich bezweifle mal, dass es irgendwer von euch gesehen hat, denn ich habe noch keinen einzigen deutschen Kommentar dazu bekommen. Aber es hat teilweise so viele Views und amerikanische Kommentare gekriegt, da muss ich schon fast Angst haben und ich frage mich, ob ich das nicht eventuell auf Englisch hätte kommentieren sollen. Denn das Einzige, was ich da wirklich mache, ist den Text übersetzen und ja, einer der Kommentare war zum Beispiel, also ich übersetze mal, ich will jetzt nicht fies klingen oder sowas, aber könntest du das Ganze mal mit Anmerkungen versehen? Ich verstehe echt nicht, was du mir sagen willst. Also es war auf Englisch geschrieben. Da tut's mir leid, weil ich hatte die Sache halt auf Deutsch kommentiert und nun gut, das hat er wohl nicht so ganz gemerkt, dass das eine andere Sprache ist. Naja, solche Kommentare. Moa? Soll das dein Ernst sein? Okay, weil meine Mana sieht's. Also es könnte eng werden, weil ich nicht mehr viel Zauber benutzen kann. Ich denke, das wird doch der perfekte Ort sein, um mal Teleport auszutesten. Ich kann eben noch den Raum mit durchgehen, obwohl eigentlich kann ich mir das mit dem Kampf eventuell doch nicht. Ach. Kommt natürlich sehr praktisch, dass gerade jetzt noch ein Kampf kommt, an dem ich nicht sehr viel Mana ausgeben darf, weil ich noch was für Teleportation nachher übrig haben möchte. Aber für ein Feuer reicht es gerade noch so. Und das soll mir recht sein. Klick und Zang und wie viel Schaden? 111? Schaff, weil du gefällst mir immer mehr. Oh, der Moa kommt näher. Das gefällt mir nicht und das gefällt dem Moa, denke ich mal. Nicht, dass ich hier bin, weil sonst wäre er nicht so aggressiv und würde versuchen, mich umzubringen. Nö. Hilfe. Naja, es kann sein, dass dieses Aufploppen an dem Moas liegt, aber ich glaube eher, dass es eine allgemeine FOI-Eigenschaft ist, die ab und zu mal auftritt. Und sowas ist mir gefühltermaßen schon im dritten Staffel, im vierten. Nee, es war im dritten, tut mir leid. Vorgekommen. Dort gab es nämlich einen Raum, wo es eine Kiste drin war. Dort habe ich dann ich wollte da die Kiste kriegen. Wo bist du hin? Ach, da. Was, wie viel Dinger sind hier? Boah. Habe ich halt einen plötzlichen Wutisch hinter mir aufploppen sehen. Und holy Jesus. Wie viele Dinger sind denn hier, bitteschön? Soll ich die alle umgehen oder soll ich die alle eine nach dem anderen abschnetzeln? Es ist relativ egal, denn ich werde jetzt erstmal, wie ich gerade schon tun wollte, Teleport benutzen, damit wir zum Feld kommen, wo wir uns runter teleportiert haben. Sehr schön, das heißt, wir können wieder in die Stadt gehen und uns voll heilen und so, ich denke mal, hier können wir wieder einsetzen. Es ist echt interessant. Oh, ja, eine neue Abbiegung. Es ist echt interessant. Ich gehe in die Stadt immer, denn wenn ich es mal nicht aufnehme, verkaufe ich irgendwas, Bernstein zum Beispiel gerade eben, und dann ploppt in der Setup-Apotheke ein neues Item auf. Diesmal war es ein Trank und er ist in allen Maßen gewaltig. Er hat einen gewaltigen Effekt und einen gewaltigen Preis. 1400 kostet das schöne Ding, aber der Effekt ist, es heilt 300 HP und 50 TP eines Charakters. Okay, wir sehen kein Foe, oder? Nichts. Wie ich dir einen Schritt mache? Noch einen? Ich dachte gerade schon, ich mit der Hinterhalt. Grö.
Na, seht ihr auf der Karte? Plötzlich ist ein Moor erschienen. Interessant. Der kommt also wirklich immer nur dann. Naja, das soll mich auch nicht weiter stören. Seit wann hast du bitte 90 TP? Was ist denn da los? Hab ich irgendwas verpasst? Naja, wie dem auch sei. Mich wird es nicht stören, je mehr TP er hat. Und erstmal aus dem Raum hier raus. Das wurde schon wieder knapp, ey. Hab ich um ein Haar eingeholt. Nun denn. Wollen wir uns doch mal um die Heilung kümmern? Tyra, du hast so viel TP. Ihr habt alle so viel TP, bis auf Corti. Mit dem ich irgendwie gerade ein wenig zu viel geheilt habe. Naja, wir gehen wieder hier runter. Okay, ein Faultier, das geht gerade noch so glatt. Ja, das sollte dann noch gehen. Ach, dem Salet-Fußkämpfe ist wirklich gewaltig teilweise. Naja,